Helle Goldochsen, das Ganze verpackt in ein Bier, jetzt bei probiert.tv. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von probiert.tv. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt einen Beer-Tasting Club Adventkalender vor euch. Wenn das der Fall ist, dann ist es möglich, dass ihr heute dieses Bier rausgezogen habt. Von der Goldochsenbrauerei aus Ulm, das helle Bier. Und ich muss mich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich bei den Burschen von der Goldochsenbrauerei entschuldigen. Auch die sind leider Opfer meines Tonproblems in den ersten Stunden beim Beer-Tasting Club Event in Salzburg geworden. Wir haben ein lustiges Interview miteinander geführt. Leider ist auch da die Tonspur voll in die Hose gegangen. Und es ist jetzt an mir, dieses Video nochmal nachzuholen mit einer Flasche, die ich aus meinem Kalender heute gezogen habe. Goldochsen Ulmer Hell, 4,9 Volumenprozent Alkohol, Ulms flüssiges Gold wird da versprochen, 11,4 Grad Plato, schmeckt seit 1597, also da ist auch eine ganze Latte an Brautradition mit dabei. Sie hatten damals auch noch Preise, die Sie mit diesem Bier gewonnen haben. Also ihr habt heute nicht nur ein normales, helles, goldenes Bier, sondern Sie haben auch Preise für dieses Bier abgeräumt. Und das aufgrund seines unverkennbaren Geschmacks jeden begeistert. Ich will mal schauen, wie das heute der Fall ist. Damals hat es mir sehr, sehr gut geschmeckt. Jetzt probieren wir es nochmal. Hat auch eine eigene Bottle Cap, dieses Bier. Diejenigen von euch, die da sammeln, die schmerzt es jetzt immer, wenn ich es aufmache und diese Kappe drehe. Gerstenmalz, Pilsenermalz in dem Fall und Tettnanger Aromahopfen wurde hier verwendet. Und wenn ihr das Bier euch einfach mal anschaut, es ist richtig schön strohig gelb, schöne weiße, feine Schaumkrone obendrauf. Das sind hier im Kalea-Glas satte 2 Finger breit. Hängt auch halbwegs am Glas und schöne weiße Schaumkrone, wie gesagt, die da oben auf dem Bier ist und glanzfein unten. Bisschen Kohlensäure sieht man aufsteigen, also nicht so intensiv. Jetzt halten wir mal die Nase rein. Sehr intensiver, grasiger Hopfen. Ein bisschen Malz auch mit in der Nase. Es ist jetzt auch wieder keine Aromabombe im Craft-Bier-Sinne, aber das will ein helles ja auch nicht sein. Also insofern muss man da ein bisschen vorsichtig sein und das Ganze nicht zu negativ sehen. Dann sage ich Cheers! Auch da wieder bei den hellen Bieren, es ist immer am Anfang sehr spannend. Diese Süße am Anfang, schön malzsüß, aber nicht so eine plumpe Süße, sondern so eine feine Biskuit-Note mit drin. Insgesamt ein sehr, sehr frisches Bier. So eine ganz feine Zitrusnote mit drin. Eine sehr schöne, feine Hopfenbittere, auch nicht zu intensiv. Also ich würde auch mal da sagen, das ist sicher nicht viel mehr als 20, 25 Bittereinheiten, aber es ist perfekt. Richtig schön, oder vielleicht auch, es ist auch mehr und es ist dann durch diese Malzsüße schön kompensiert, aber schmecken tatsächlich, sind wir so im 20er, 25er Bereich. Sehr schöner, schlanker Körper, prickelnde Kohlensäure, extrem süffiges Bier. Also das ist tatsächlich ein Bier, wo ich sage, wenn man das am Abend mit Freunden zusammen auf den Tisch stellt und anfängt zu trinken, da bleibt es nicht bei einem, sondern da geht es auch mal ganz schnell, dass man 2, 3, 4 oder auch ein Sixpack alleine trinken kann, wenn es kleine Flaschen sind, sage ich. Und hinten, der Nachtrunk ist dann sehr, sehr kurz. Es hat ein bisschen eine zunehmende Bittere, es wird vielleicht ein Tick trockener, es bleibt aber schön vollmundig, es wird vielleicht ein bisschen würziger auch und ist ein sehr klassischer, einfacher Vertreter seiner Zunft. Und insofern das Goldochsen Hell, was ihr heute aus dem Beer-Tasting Club Adventkalender gezogen habt, von probiert.tv gibt es dafür 3,5 Punkte für das Goldochsen Hell aus Ulm. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr über dieses Bier denkt, wenn ihr
das Bier noch viel höher bewerten würde, dann tut das bei der Biertasting Club App, beziehungsweise wenn ihr mit mir übereinstimmt oder auch niedriger werden wollt. Ihr könnt die besten Biere der Kalender wählen, beziehungsweise auch die einzelnen Kalender und das beste Bier überhaupt. Und ich bin mir sicher, Kalea haut dann auch noch ein paar Preise raus für die intensivsten Werte. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers!